meiner Jugend habe ich viel gelesen und auch so in meinen jungen oder in meinen frühen 20ern so. Und das war in der Phase meines Lebens, wo ich einfach noch auf der Suche danach war, wer ich bin und was mich inspiriert und was mich eigentlich ausmacht und was mich eigentlich interessiert. Also ich folge einer Figur oder einer Geschichte gerne, wenn eine Entwicklung hin zur Wahrheit der Figur passiert und man näher an sie rankommt als am Anfang. Also wenn ich über die Bücher nachdenke, die wirklich immer noch in meinem Herzen sind und die immer noch eine Bedeutung haben, dann sind es Bücher, die ich in der Kindheit gelesen habe. Also, und dann sind es so Bücher wie Der kleine Prinz, wo es darum geht, die Welt aus dem Herzen herauszusehen. Ne? Und die Welt, also wie ist die Welt, wenn ich sie nicht mit dem Verstand anschaue, sondern wenn ich sie mit der Intuition, mit meinem Herzen und mit der Fantasie anschaue. Und was passiert dann eigentlich mit meiner Realität? Wie verschiebt sich das? Und das ist es für mich und das ist es für mich immer noch. Also darum geht es auch in allem, was ich tue. Ich suche meine Drehbücher intuitiv aus. Also ich lese und spüre ja, ob ich damit in Resonanz gehe, ob es mich berührt. Also es geht in allererster Linie darum, ob ich das fühlen kann, was da passiert mit der Figur, die ich da spielen soll.